Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Julia Nihari-Kazen. Wie schön, dass Sie zu später Stunde noch da sind. Willkommen. Schönen guten Abend. Dieser Sommer dürfte Schal schmecken für die stolze Sozialdemokratie. Dass die SPD in den Umfragen inzwischen auf Platz 3 noch hinter die AfD abgerutscht ist, das dürfte sie mindestens ernüchtern und nach frischen Ideen suchen lassen. In der Hoffnung, dass bitte niemand mehr in der Eckkneipe das böse Wort Heizungsgesetz in den Mund nimmt, tischen sie den Deutschen etwas Neues auf, und zwar die Wirtschaft. Die Wirtschaftspolitik, um genau zu sein. Wohl wissend, dass hier die Zeiten vorbei sind, in denen die SPD allen ein Bier ausgeben kann. Julius Kliss. Saskia Esken in Berlin, Olaf Scholz in Potsdam, die Co-Parteichefin im Regierungsviertel, der Kanzler am Olympiastützpunkt. Die Themen ähneln sich, die Antworten aber nicht. Beide wollen der Wirtschaft helfen. Esken will den Strompreis senken. Sie nennt es Brückenstrompreis. Wir müssen für die Industrie und übrigens auch für den Mittelstand, der eben auch von Energiepreisen abhängig ist, einen Brückenstrompreis ermöglichen, damit wir eben hin zu den erneuerbaren Energien, wenn die in hinreichender Zahl vorhanden sind, dann auch die Wirtschaft entsprechend stützen können. Okay, also den fordern Sie, den Brückenstrompreis, Industriestrompreis, ja. Müssen Sie den Kanzler noch überzeugen? Sie lehnen das bisher als dauerhaft ab. Gilt das auch für nicht dauerhafte Subventionen? Wir haben eine Hauptaufgabe, die besteht darin, dass wir die Strompreise runterkriegen, strukturell. Denn wir werden ja nicht in der Lage sein, dauerhaft Strompreise zu subventionieren. Nicht allein auf die Wirtschaftspolitik zu setzen, empfiehlt der SPD der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg. Die soziale Frage, sie steht im Raum. Und hier muss die SPD natürlich dringend bürgernahe überzeugende Antworten formulieren. Besser, als sie das in den letzten Monaten getan hat. Vernehmlicher, vor allen Dingen zwischen streitenden gelben und grünen Koalitionspartnern. Auch bei der Bekämpfung der illegalen Migration hört man aus den Sommerinterviews unterschiedliche Akzente heraus zwischen dem Realo-Kanzler Olaf Scholz und der Co-Parteichefin Saskia Esken aus dem linken Lager der SPD. Wir stehen ganz klar dafür, dass wir, wenn wir Menschen, die Schutz brauchen, denen auch bieten wollen, dass wir dann auch klar machen müssen, wer diesen Schutz nicht braucht und deswegen nicht über den Weg des Asylrechts zu uns kommen kann, also auch wieder gehen muss. Die SPD-Innenministerin Nancy Faeser hat vor kurzem dazu ein Diskussionspapier mit Vorschlägen veröffentlicht. Das sieht unter anderem vor, dass Abschiebungen künftig auch bei schon länger geduldeten Ausländern immer ohne Ankündigung stattfinden können, anders als bislang üblich. Ob er Faeser unterstützt, wird der Kanzler gefragt. Ja, das hat sie als Paket vorgeschlagen, das folgt genau dieser Linie und hat sie auch im Gespräch mit vielen Praktikern in den Ländern entwickelt. Das wird jetzt noch mal gegengescheckt in der Diskussion mit den Ländern und dann bringen wir das auf den Gesetzgebungsweg. Angesichts steigender Zahlen illegaler Grenzübertritte, in den ersten 7 Monaten dieses Jahres waren es EU-weit mehr als 176.000 Menschen, warnt der Politikwissenschaftler, nicht zu lange mit einer Lösung zu warten. Das sind Fragen, die im Raum stehen, die nicht gelöst sind. Bisher die Zahlen steigen. Das steigert den Frust in der Bevölkerung, den Unmut. Für den Kanzler wie die SPD-Co-Parteivorsitzende geht es hier im Regierungsviertel mit der Sitzungswoche im September im Bundestag wieder los. Bis dahin ist es nicht mehr viel Zeit, Lösungen für die drängenden Probleme zu finden. Und das war ein Film von Justus Kliss. Dass so ein U-Boot demnächst wohl auch in NATO-Verbänden auftaucht, dürfte nicht zuletzt der Bundesregierung gefallen. Ist doch die Bundesmarine bislang ganz allein verantwortlich für die Aufklärung im Ostseeraum. Und nachdem Putin die Ukraine überfiel und ganz Europa immer wieder droht, bedarf gerade dieses Meer zwischen Russland und dem Rest Europas eines besonderen Schutzes. Und so warten nicht zuletzt auch die Deutschen auf den NATO-Beitritt des Ostseelandes Schweden, der wohl im Herbst erfolgt und der viel militärische Hilfe verspricht. Johannes Edelhoff. Anlegen, feuern, je Anschlag 3 Schuss. Möglichst präzise. Die Wehrpflichtigen des Gotland-Regiments P18 trainieren für den Ernstfall.
Fast alle hier haben sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Ich finde, dass es wichtig ist, denn wenn ich es nicht tue, wer tut es dann? Man sollte die Verantwortung nicht immer jemand anderem überlassen. Ich will dabei sein. Das ist mir wichtig und fühlt sich gut an. Vielen Schweden ist die Landesverteidigung ein echtes Anliegen. Offenbar anders als in Deutschland. Tausende sind der Bereitschaftsarmee Heimwehr beigetreten. Das würde der NATO ein enormes Abschreckungspotenzial bringen, sagt Anders Malm vom Regiment P18. Denn seit der Einführung der Wehrpflicht vor einigen Jahren könne sich das Land gut selbst verteidigen. Heute gibt es ein sehr klares Verständnis dafür, dass eine Verteidigung notwendig ist und dass die schwedischen Streitkräfte gute Arbeit leisten. Auch Schwedens riesiges Hinterland ist ein Vorteil für die NATO, etwa für Flugrouten. Die Ostsee bis zur Arktis wäre ein in sich geschlossener NATO-Raum. In der Auseinandersetzung mit Russland ist besonders die Ostsee ein mögliches Konfliktgebiet. Erst kürzlich präsentierte Wladimir Putin seine Ostseeflotte. 45 Schiffe, U-Boote und 3000 Marinesoldaten. Im Konfliktfall könnte ein Beitritt Schwedens der NATO helfen. Denn das Land verfügt über hochmoderne U-Boote. In der engen Ostsee könnten die kriegsentscheidend sein, sagt Kapitän Frederik Lindén. Viele Bereiche, in denen wir den Gegner daran hindern können, sich aus freien Stücken zu bewegen. Ich würde also sagen, dass man mit 5 U-Booten die Bewegungen des Gegners leicht einschränken kann. Die schwedischen U-Boote sind perfekt an die flachen Gewässer der Ostsee angepasst. Ein immenser Vorteil. Denn die Kontrolle über das Binnenmeer werde unter Wasser gewonnen, sagt Militärexperte Johannes Peters. Ein Beitritt könnte also vor allem die deutsche Marine entlasten. Bisher war es eben so, dass aus NATO-Sicht allein Deutschland diese Fähigkeit mitbrachte, diese Fähigkeit bereitstellte. Und Deutschland dementsprechend da die ganze Last sozusagen der NATO-U-Boot-Präsenz in der Ostsee zu schultern hatte. Auch deshalb setzt Deutschland darauf, dass Schweden schon bald dem NATO-Bündnis angehört. Und damit sind wir bei Julia und weiteren Nachrichten. In der südukrainischen Region um Cherson sind nach Behördenangaben mindestens 7 Menschen durch russischen Artilleriebeschuss getötet worden. Unter den Opfern sei auch eine 4-köpfige Familie mit Baby. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland hat derweil nach eigenen Angaben im Schwarzen Meer ein türkisches Frachtschiff Richtung Ukraine mit Warnschüssen vorübergehend gestoppt und kontrolliert. Seit Moskau im Juli das Getreideabkommen auslaufen ließ, blockiert die Regierung Exporte über das Schwarze Meer. Mehrere Gewerkschaften warnen angesichts des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst davor, dass der Staat handlungsunfähig wird. Schon jetzt sei die Pensionswelle der Babyboomer spürbar, sagte der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft Köbler der Bild am Sonntag. In den Finanzämtern gehe bis 2035 jeder Zweite in Ruhestand. Die Stellen nachzubesetzen sei wegen unattraktiver Arbeitsbedingungen schwierig. Problematisch sei die Lage auch im Strafvollzug und bei der Polizei. Heute vor 62 Jahren hat die DDR damit begonnen, in Berlin die Mauer zu errichten, welche die Stadt 28 Jahre trennen sollte. An der Gedenkstätte Bernauer und Straße und andernorts in Deutschland erinnerten Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Opfer des DDR-Grenzregimes. Bei Fluchtversuchen kamen bis 1989 mindestens 140 Menschen an der Mauer ums Leben. Nach 10 Jahren Bauzeit ist die neue Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz feierlich eröffnet worden. Das Mammutprojekt im westlichen Rhein-Main-Gebiet hatte regelmäßig für Staus und zeitweise für Verkehrschaos gesorgt. Obwohl nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, können von morgen an Autos größtenteils auf 6 Spuren fahren. Die Einweihung wurde begleitet von Protesten gegen einen weiteren Ausbau des Autobahnabschnitts. In Deutschland leben 60.000 Tamilen, eine in Sri Lanka verfolgte Minderheit und eine hier vergleichsweise kleine ethnische Gruppe. Doch jede und jeder Dritte von ihnen hat etwas gemein mit 20 Millionen Menschen in Deutschland. Sie sind katholisch. Und viele von ihnen pilgern wie jedes Jahr auch dieses Wochenende ins Niederrheinische, um mittendrin in Kevela nicht nur zu beten, sondern auch der Zehntausenden Landsleute zu gedenken, die im Bürgerkrieg in ihrer Heimat gestorben sind. Michael Heusen. Jede
Geste, jeder Schritt hat eine besondere Bedeutung. Die synchronen Bewegungen der Tänzerinnen stehen zwar in der hinduistischen Tradition ihrer Heimat, sie erzählen aber von ihrem christlichen Glauben und der Marienverehrung, die sie aus Sri Lanka mitgebracht haben. Nach Kevela kommen jedes Jahr Hunderttausende Pilger. Sie beten ein Bild der Gottesmutter aus dem 30-jährigen Krieg an, der Trösterin der Betrübten. Keine Gruppe ist so farbenprächtig und groß wie die der Tamilen, Katholiken, aber auch Hindus. Am Vorabend fangen schon die Proben an und Tanzlehrerin Bencia Albert Don Bosco erklärt uns, was das eigentlich alles bedeutet, was sie aufführen werden. Wir zeigen zum Beispiel da, wir zeigen, das ist, soll die Kirche darstellen oder das hier soll Jesus darstellen und was machen wir noch? Das ist die Welt, die wir darstellen. Am Morgen des Festtages schüttet es wie aus Kübeln. Trotzdem, das Geschäft der Kerzenverkäufer läuft, denn tamilische Tradition ist es, möglichst viele Lichter anzuzünden. Immer wieder müssen die Stände abgeräumt werden, um Platz für neue zu machen. Die Tänzerinnen schminken sich im Schlafsaal des Priesterhauses. Die Gesichter sehen am Ende, wenn man jetzt, wenn ihr später den Tanz filmt, von ganz weitem sehen alle Gesichter sozusagen fast gleich aus. Das macht das aus. Also diese Kostüme sollen alle sehr gleich aussehen lassen und die runden Punkte, die runden das Gesicht auch immer ab. Eigentlich wollten sie barfuß zum Gottesdienst ziehen, aber bei dem Wetter. Der Kirchenschweizer von Kevela will noch den Schauer abwarten. Der Pfarrer freut sich über die vielen internationalen Pilger. Das ist ein großes Geschenk für uns und zeigt einfach diese globale Weite auch unseres Glaubens. Ne? Dass wir einfach hier wirklich spüren, was es heißt, Christin und Christ zu sein in dieser Welt. Ne? Als eine große Familie. Und die Tamilen sind froh, in ihrer neuen Heimat einen Ort wie Kevela gefunden zu haben. Wegen des Bürgerkriegs waren viele seit Jahrzehnten nicht mehr in Sri Lanka, weil sie dort als ethnische Minderheit verfolgt werden. Hier können sie sich einen Tag im Jahr wie im Land ihrer Vorfahren fühlen, mitten am Niederrhein. Auch im Sport dauerte es nach Ende des Nationalsozialismus lange, bis wieder jüdisches Leben nach Deutschland kam. In den 60er Jahren wurden die ersten jüdischen Sportvereine wieder gegründet, unter dem Namen Maccabi. Und dass es TuS Maccabi Berlin dieses Jahr zum ersten Mal gelungen ist, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren, ist für die Mannschaft, die immer wieder auch antisemitischen Angriffen ausgesetzt ist, etwas ganz Besonderes. Wir machen Sport und sind keine Politiker, aber wir zeigen, dass wir der Geschichte trotzen, sagen sie. Dass Maccabi Berlin gegen den VfL Wolfsburg 0:6 verlor, spielte am Ende dieses Tages fast gar keine Rolle. Dennis Wiese. Abgekämpft, aber überglücklich. Die Fußballer des kleinen TuS Maccabi Berlin nach ihrem Spiel auf der großen DFB-Pokalbühne. Gegen den vier Klassen höher spielenden VfL Wolfsburg waren sie ohne Chance. Und doch erlebten die Amateure des jüdischen Vereins einen ganz besonderen Tag. Das ist für den Verein historisch, was hier abgelaufen ist. Und man hat da gehört, die haben uns angefeuert. Da muss man sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Maccabis Vorgängerverein Bar Kochba Berlin wurde 1898 gegründet. In den 1920er Jahren hatte der jüdische Verein rund 40.000 Mitglieder. 1938 wurde Bar Kochba von den Nazis verboten. Dann kam der Holocaust. Marian Weißelfisch überlebte und gründete 1970 mit einigen Freunden den Verein TuS Maccabi Berlin. Da haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir mal auch einen Club gründen, dass wir wieder in Deutschland als jüdischer Club eben da sind. Heute hat der Verein wieder mehr als 500 Mitglieder, will bewusst offen sein für alle Kulturen und Religionen. So spielen in der Männermannschaft neben zwei Juden auch Christen, Muslime und Atheisten. Eine Einheit mit Fußballern aus 15 verschiedenen Nationen. Vereinsgründer Weißelfisch ist natürlich im Stadion. Insgesamt lockt Maccabis großes Spiel heute 5.000 Fans an. Dass ich so etwas erleben konnte, also da bin ich wirklich lieben Gott
dankbar. Vielleicht gehe ich auch in die Synagoge. Das wirklich nie erwartet hätte, dass wir mal vor so vielen Zuschauern gegen eine Bundesligamannschaft spielen würden. Also, habe ich nie erwartet. Ja. Heute war Wolfsburg klassenbesser als der Fünftligist. Langfristig aber will Maccabi Berlin in den Profifußball. Als erster jüdischer Club in Deutschland. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Euphorie, die Fans mitnehmen können. Weil das ist das, worauf am Ende ein Verein aufgebaut ist, auf Herzblut, auf Menschen, auf Leuten, die ihr Leben dafür geben. Und deswegen hoffe ich, dass wir ein paar Leute begeistern konnten. Eins ist klar, diesen Tag werden sie bei Maccabi Berlin so schnell nicht vergessen. So, zum Schluss ein bisschen Popgeschichte. Diese Jungs aus Düsseldorf haben uns von Zukunftsmusik schon ein paar Takte erzählt, als der Rest der Welt nicht mehr wusste, wie man künstliche Intelligenz schreibt. Für ihre Welttournee 1991-1981 haben die Musiker von Kraftwerk ihnen identisch nachgebildete Roboter bauen lassen und ließen sich von denen auf offiziellen Terminen vertreten. Heute, mehr als 40 Jahre später, sollen sie persönlich zugegen gewesen sein, so zumindest erzählt es Jenny Rieger von Kraftwerks einzigem Deutschlandkonzert gestern in Karlsruhe. Filmen fürs Geschichtsbuch. Kraftwerk live im Karlsruher Schloss. Historische Band trifft auf historische Kulisse. Die Musiker auf dem Balkon, die Fans im Innenhof. Ein multimediales Spektakel. Live-Konzerte von Kraftwerk sind selten. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen im Vorfeld. Das hat dann natürlich geprägt. Dann ging es Radioactivity in 70er Jahren. Ne? Und wir haben in der DDR mit Kraftwerk gelebt. Ne? Die Wurzeln, genau, der Einfluss an die Musik heute. Angefangen hat das Phänomen Kraftwerk so in den 1970er Jahren mit Krautrock. Experimentell, wild. Die Musiker scheu. Fernsehinterviews blieben bis heute eine Seltenheit. Ja, wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Und legen mit eben dieser Musik das Fundament für Hip-Hop, Elektro, Techno. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Musikarbeiter und Videooperatoren nannten sich die Musiker einst. Und auch heute ist es die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die die Konzerte von Kraftwerk zum Gesamtkunstwerk werden lassen. So selten sie auch sind. Und dann gab es da noch vergangene Nacht vielerorts dieses fantastische Schauspiel zu sehen. Die Perseiden zogen wieder durch den Himmel. Und auch diese Sternschnuppenschauer werden hoffentlich vielen Menschen viele gute Wünsche erfüllen. Oder Sven? Ja, selbstverständlich. Man darf nur nie sagen, was man sich gewünscht hat. Dann geht das in die berühmte Hose, dann klappt das alles nicht. Und verantwortlich ist natürlich, wer kann es auch sonst sein, der Komet 109P Swift-Tuttle. Denn da begibt sich die Erde durch den Schweif dieses Kometen. Und das hat dann zur Folge, dass wir diese Meteore sehen können. Und ob man sie sehen kann, da haben wir uns natürlich auch Gedanken zugemacht. Und da ist das Ergebnis unserer Gedanken. Man sieht, dass vor allen Dingen die wolkenfreie Zone von Nordrhein-Westfalen ins südliche Niedersachsen rüber nach Sachsen-Anhalt reicht. Also da 70% Sichtbarkeitswahrscheinlichkeit. Ganz im Nordwesten, im Osten und im Süden, da ist das Gewölk dichter. Und dementsprechend sieht man die da wohl nicht. Da muss es beim Wünschen ohne Meteor bleiben. Und das hier, das sind die kräftigen Gewitter jetzt noch im Süden, südlich von München. Garmisch 47 Liter auf den Quadratmeter sind in kürzester Zeit, 30 Minuten gefallen, zieht jetzt weiter ins Berchtesgadener Land. Und hier aus Südwesten kommen noch mal neue Gewitter nach. Das fasst unser Film auch noch mal für Sie gut erkennbar zusammen. Das ist also die Nacht mit diesen Gewittern, die noch mal kräftig sein können, örtlich mit Hagel dabei. Das Ganze verlagert sich morgen in die Mitte. Wieder Unwetterpotenzial, nach Nordwesten ist weniger los. Die Frühtemperaturen, die liegen meistens am Oberrhein, im Markgräflerland um 20, sonst bei 13 bis 18 Grad. Am Nachmittag im Osten und Süden bis 33 Grad. Und vor lauter Freude verschwindet auch gleich die Karte. 26 Grad im Nordwesten. Ganz kurz die Aussichten, weiterhin gewittrig, schwülwarm, örtlich weiterhin deutlich über 30 Grad, Karen.
Danke, Sven. Dann wünschen wir dir und Ihnen zu Hause kein Gewölk heute Nacht. Das waren die Tagesthemen. Jetzt darf ich Ihnen wie immer an dieser Stelle das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente empfehlen. Heute ein Extra von den Salzburger Festspielen. Wir sind morgen wieder da. Ja, bis dahin. Gute Nacht. Gute Nacht.